Südstaaten Mädchen sozusagen, diesen typischen amerikanischen Südstaaten Slang drin, der schon sehr interessant ist zuweilen im Englischen. Und sie hat immer noch Komplikationen, dieses der wie das zu verstehen, also zu verwenden ordentlich. Ich ja auch offensichtlich. In anderen Wörtern, das ist in der Genetik vielleicht irgendwie noch. Aber was ja total süß ist, ist, dass dieser amerikanische Akzent im Deutschen gepaart mit der wie das an den falschen Stellen und Sächsisch zusammenkommt. Und es ist unglaublich, wie süß zum einen das ist. Sie ist auch ganz schön kaum kleiner als ich, was sie noch süßer macht. Aber es ist wirklich mal sehr herzzerreißend, wenn man dann die Mutter diesen komischen Akzent, der überhaupt nicht zu verorten ist. Und als Amerikaner, die diesen Südstaaten-Slang hört dann, wenn sie in den USA ist und in diesem Familiengefilm dort in den Südstaaten, so weit um Atlanta herum, sie diesen Twang auch, wenn man dann das Twang da so drin hat. Und man dann sagt, ach, daher kommt das. Das ist merkwürdig. Das ist gar nicht sächsisch, aber es ist gepaart mit dem Südstaaten-Twang und dann ist er wieder das. Also, so eine kleine Anekdote über meine Mutter. Aber wirklich eine ganz tolle Frau, hat uns Kids größtenteils eigentlich alleine ein bisschen aufgezogen. Wir waren vielleicht nicht mal die einfachsten und deswegen sind wir in den Dresdner Kreuzchor ins Internat abgeschoben worden als Ausländer. So. Und haben dort dann zwei, drei Jahre verbracht. Und meine erste Reise mit dem Chor war tatsächlich ein Konzert im Konzerthaus am Gendarme in Berlin. So, war nicht weiter interessant. Ich wollte einfach diese Verkettung der Umstände und wie ein das Leben so weitertreibt, bekannt geben. Und was ich sehr, sehr interessant und sehr, sehr schön finde an meiner Tätigkeit als Pedagogtrainer, ist, dass dieses Projekt kaum Grenzen kennt. Weder in dem Musikgenre, das ist uns alles egal. Wir nehmen uns die großen Meisterwerke, die kleinen Meisterwerke und bauen sie so um, dass sie für alle, die nichts mit Klassik zu tun haben oder vielleicht auch für diejenigen, die ganz viel mit Klassik zu tun haben, wieder anders zu hören und zu entdecken sind. Für mich ist das immer wieder eine schöne Entdeckungsreise, hineinzugehen und zu gucken, wie hat Bach das denn überhaupt gemacht. Das gibt es auf der neuen Platte, gibt es ein Stück, wo wir die Toccata und Fuge, die Fuge aus der Toccata und Fuge verarbeitet haben im Song Ultraviolet Hearts. Wenn man sich das mal anhört, muss man davon ausgehen, dass er A, völlig irre war, B, eigentlich schon im Gefilde Heavy Metal und Rock viel Verhältnisse damals zu Hause gewesen sein muss. Wenn ich das mal vorstelle, eigentlich im E-Gitarrist. Ja? Und nicht ohne Grund sind auch diese ganzen Heavy Metal-Gitarristen, wir sollten uns noch über Bach unterhalten. Der machst du jetzt alleine natürlich. Man muss schon davon ausgehen, dass diese Leute A, völlig irre waren und B, völlige Freaks und vielleicht nicht immer überall reingepasst haben. Das geht eigentlich nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie wirklich überall in diese ganzen Normen und Formen gepasst haben, auch wenn sie sehr konform komponiert haben. Also Bach hat ja sehr geradlinig und fast schon copy-paste-mäßig gearbeitet. Der musste halt auch viel schreiben. Super viel. Für den Fußballgegner, die Tomana, gegen die immer mal Fußball gespielt als Kruzianer. Der Pokal stand meistens bei uns. Ja. Nebenbei, ich habe nie mitgespielt Fußball. Vielleicht stand er deswegen immer bei uns im Grobensaal, in der Trophäen-Lounge sozusagen. Aber, also der Akzenter, ein Projekt, deswegen macht das auch on top so viel Freude, dass man keine musikalischen Grenzen hat und das auch weltweit nicht, egal mit wem man da arbeitet und mit wem man spricht. Und deswegen kommen wir jetzt zu einem Stück, wo die Sprache sich zum einen ändert, von Englisch zu Italiano. Darf man das sagen? Italiano? Italienisch wechselt und auch aus einem Film kommt, der ja eigentlich zeigt, wo die Klassik unter anderem auch stattfinden kann. Klassik findet nicht nur auf Bühnen statt, wie der Semperoper, die wesentlich zugänglicher sein könnten für das Publikum, sondern auch natürlich in Filmen und Xbox-Spielen und so weiter und so fort. Dieses Lied heißt, wenn ich mich irre, Harlan und Fian.
kenne dich ja dann wieder mal ein Zettel zu bringen. Bist wirklich fertig mit dem, oder? Ja. Soll ich noch ein bisschen umdrehen? Lass mal diesen Sicherheitsabstand. Ja, haben wir den letzten Wort. Amor.